Hallo zu einem Let's Play von Don Red Wars on Feed the Beast Direwolf 20 1.10. Hi, ja, wir haben zwei Lösungen für unser Problem mit den nicht funktionierenden ja, Transfer Nodes. Die eine Lösung ist, in Richtung Refined Storage zu gehen. Was ich auch schon vorbereitet habe, alles in der Kiste drin, also zweimal einen Kontrollblock und alles Mögliche. Das funktioniert, das habe ich getestet, das läuft. Aber der Bringer of Light hat eine andere Lösung gefunden in der Zwischenzeit und die werden wir machen. So, machen wir mal das Overlay aus. Den haben wir gerade gekriegt, weil er doch noch ein roter Punkt war. Komischerweise bei den Zombies und bei den ganzen anderen funktionieren die Kopf-Drops ohne weiteres zwischendurch, aber bei den Endermans und so, da ist das ein bisschen schwieriger. Die Chance ist irgendwie zu gering. Kann aber auch sein, dass da mal wieder ein Bug ist und da irgendeiner was verkehrt konfiguriert hat oder gecodet hat. Ja. Wir könnten also anfangen. Der hier ist auch ganz gut. Der reicht sogar bis hier hinten hin, habe ich getestet. Was eigentlich eine Riesenentfernung ist, ehrlich gesagt. Und ja, und wenn wir dann Refined Storage machen, was wir demnächst auch sicherlich machen werden. Ich würde aber gerne, nachdem wir den Cobblegen gebaut haben, die Cobbleworks gebaut haben, gerne ein bisschen Botania machen, damit wir ein bisschen schneller werden. Weil da gibt es ja ein paar nette Tools. Danach. Servus. Und danach wäre dann. Ich folge dir einfach. Werde nicht weiter labern. Und danach wäre dann angedacht, vielleicht nochmal ein bisschen Energie zu gucken. Falls der Cobblegen hier doch ein bisschen mehr braucht insgesamt. Kann ich gleich in die Nähe von der Kiste gehen oder schon ordentlich Platz Nö, lassen? du kannst direkt bis in die Nähe von der Kiste. Ich kann die Kiste sogar noch eins weiter nach rechts machen, wenn du willst. Ich weiß halt nur nicht genau, inwieweit diese Transfernodes, die wir benutzen, Round Robin unterstützen. Und NaIO unterstützt halt Round Robin, sodass es in beide Seiten geht. Sonst haben wir nachher alles erstmal in. Als feinen Stein und wir brauchen ja doch mal ein bisschen Sand und so. Es regnet, ich gehe mal schlafen. Also der baut jetzt gerade mal das Glasbehältnis fürs Lava und fürs Wasser. Du kannst nur nachts schlafen. Warum? Hat sich gerade mit einem Kaktus verabschiedet. Also Kaktus haben wir genug. Mit einer coolen Vanillafarm. Du könntest, wenn du magst, ein bisschen Stone holen, Oh ja, mache damit ich. wir hier das Ganze verschönern. Mache ich doch glatt. Noch haben wir ja 64 Blocks, also. Ich habe schon wieder FPS-Drops. Also du kannst auch gerne von hinten in die Kiste rein. Das versuche ich gerade direkt hinter die Kiste oder von oben. Ich will Och, hier hinter die wusch. Kiste. Von unten, also von hinten, also. 1, 2, 4. Wo sind wir denn? Nein, eins weiter. Es regnet rein. Müssen wir nachher wieder austauschen mit Sand. Dann kannst du ja mal kurz erklären, was das hier ist, was ich dir gerade zuschmeiße, das nämlich gecraftet. Ah ja, und zwar von Actual Editions gibt es einen automatischen Abbauer. Da, 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 da.
Gibt es viele tolle Tools, aber es gibt halt auch den automatischen Abbauer mit Bruchstein, der Spule und einem Void-Kristall und der kann dann halt, der heißt halt Breaker im Englischen, der kann die Sachen abbauen. Und es gibt auch einen automatischen Platzierer, wer hätte es gedacht, man könnte also auch Sachen hinstellen. Und es gibt auch noch einen Flüssigkeitenplatzierer und einen Flüssigkeitskollektor, die man auch benutzen kann. Die würden wir auch benutzen, wenn wir mehr Strom brauchen würden. So. So rum? Nein, Genau, gerade andersrum. falsch rum, ne? Bei dem das Loch. Das rote Loch muss nach vorne. Ich hau mal ab hier. So. Genau, und du musst dann hinten Ja, den. da gib mir mal das schmeiß das Zeug rüber. Ich mach von hinten, aber. Weh, du baust mich ein hier. Kannst du, wenn du willst, dann noch den Sand abbauen. Ja, ich muss ja nachher wieder den Sand hier zubacken. Schmeiße ich dir noch die Transferpipes hin, wenn du die nicht schon hast? Nee, die habe ich noch nicht. Die waren alle in der Kiste. Wobei, eigentlich brauchen wir die gar nicht. Warum? Du kannst. Obwohl, die mit der Truhe ist nicht schlecht. Dann haben wir so einen kleinen Puffer und so. Weil wir könnten eigentlich komplett Ender-IO nehmen, aber jetzt haben wir das Zeug einmal. Was soll das? Hast du das Speed-Upgrade da? Hilft das? Ich habe nur das Mining Upgrade. Ich meine, das Ne, ist das das Speed Upgrade. Mining-Upgrade brauchen wir nicht, weil wir machen ja kein Cobblestone weg mehr. Aber das Speed Upgrade, was bringt dir das? Es sollte schneller die Dinger durch die Gegend schieben. Vermute mal, da wirst du noch eins craften müssen, weil ich meine, dass, glaube ich, eins in die Lava geflogen ist. Ja. Hier oben liegt nur dein Itemfilter. Der könnte aber auch im Furnace sein. Ich gehe mal kurz gucken. Was im Furnace? Ja, in diesem Furnace unten, der. Da habe Ah. ich, glaube ich, auf 2 abgegradet. Glasding ist voll. Ist gerade ein Haufen Glas. Ja, mache ich. Ja, hier unten sind 2 drin. Weil komischerweise weiß ich nicht, ob das was bringt. Also erinnert das nichts. Es geht nur schneller. Aber momentan brauchen wir sowieso nichts. Wie gesagt, mit dem Strom müssen wir mal gucken. Da können wir noch jede Menge mehr erzeugen, auch mit RF pro Tick. Ist halt die Frage, wie weit wir uns da halten können. Aber aktuell geht halt der Holz nach oben ohne Ende. Holz, See, Holz, See, Holz. Genau. Und Scraps halt, da müssen wir mal schauen, wie viel wir halt wirklich haben wollen. So, ja, ich baue mich mal hier ein, ich komme ja hier hinten raus. Dann kannst du halt mal da hinten anfangen. Wollte gerade noch zeigen, dass es funktioniert. Man kann nämlich jetzt hier einfach den da hinstellen. Ja, genau. Und da kommt ein Abbauer und der Retrieval-Load holt den raus. Sucht halt da, wo es hingeht und schiebt dann die Sachen raus. Oh. Hilfe, ich will raus hier. Jetzt musst du dich hinten rausbuddeln, wie du es gesagt hast. Ja, da ist, ja, so ein. Ist ja nicht das Problem. Da. Magst du zugucken, wie es reinfließt? Oh ja, ich komm schon. Da. Wupp. Sehr schön. Und oh, Abbauer baut ab. Da gibt es jetzt Bonuspunkte für gutes Design. Gucken wir gleich mal. So, außerdem kann ich nicht, das nicht entscheiden, sondern das muss dann die. Müssen dann die anderen entscheiden. So. So, wie sieht's denn aus von hier? Eigentlich ganz gut, ne? So, ich habe noch ein bisschen Glas geklaut aus der Smeltery. Ey, habe ich extra deswegen Werden gemacht. noch die Decke ein bisschen Genau, habe ich verkleiden. extra deswegen gemacht. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, finde ich. Besser als mein Konstrukt. Nein. Immer zu viel. Da. Sehr schön. Ah, wunderbar. Ja. Ne? Also ein
Ganz normaler Cobblestone-Generator, Vanilla Minecraft, ohne selbst abzubauen, dank diesem Actual Editions Abbauer. Hier Wir hinten können kann. ihn halt nur nicht stoppen. Das ist das einzige Problem. Doch, der stopft von alleine, bin ich der Meinung. Wenn er voll ist, ne? Ja, und du kannst einen Per Redstone. Redstone kannst du ihn. Ja, aber da müssten wir was von unten hinbuddeln. Ja, müssen wir erstmal gucken, ob wir es brauchen. Weil wenn man natürlich, wenn das Ding nachher nicht aufhört, dann sehen wir ja gleich. Also wir haben ja jetzt ja. Können wir aber auch forcieren, wenn ich da einfach Steine packe. Wir könnten uns übrigens aber auch einen Stone-Generator machen, dann müsstest du nämlich den Stone nicht brennen. Es gibt einen Stone-Generator? Auch von Actual Editions? Nein, das habe ich mir damals mal selber gebaut Ach so. wie heißt sie hier, mit Pistons. Ja, gut, aber das ist ja. Aber ich finde eigentlich, bei unserer letzten Folge haben wir ja einen kleinen Fehlschlag gehabt. Da hatten wir den Cobblestone-Generator etwas anders gebaut und statt Cobblestone haben wir Stone gekriegt. Ja, dann brauchst du aber halt. Ich weiß nicht, ob der Nee, Silk Touch hat. um Stone zu kriegen, muss Lava auf Wasser Ja draufbrennen, gut, glaube ich. das hattest du ja. Aber ich weiß nicht, ob der Stein abbauen kann. So, fast voll. What? So schnell Ja, schon? ich hab die ein bisschen geblockt. Ah. Wenn der voll ist, dann hat er noch innen drin ein paar. Dann können wir sehen, ob er aufhört oder ob wir da Er was machen hat müssen. 64 mal 9 müsste der noch als Puffer haben. Also 9 Stacks. Dauert also noch ein bisschen. In der Zwischenzeit. Oder dann können wir uns ja nachher dann dieses Konstrukt hier anschauen. Dieses Wahnsinnsteil hier. Wie gesagt, ist nicht schön, aber kompakt. Man hätte es halt auch an die Wand bauen können, da hätte man ein bisschen mehr Kabel legen müssen und so. Aber das Schöne bei dem Modell ist jetzt, dass wir in den diesem Item Collector von Actual Editions, dieses Ding hier, das Item Interface, in der Mitte haben und jetzt alle Geräte in das Item Interface reinschieben. Und das hat ja keinen Puffer. Und dadurch, dass das keinen Puffer hat und das dann, ups, Laser im Gesicht, hier hinten reinschiebt, kann das nur hier in die Boxen reinschieben. Und wenn die voll sind, werden automatisch hinten dann nachher die Geräte voll. Und wenn die Geräte voll sind, schaltet sich alles ab. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass irgendwie hier irgendwas mittendrin leer wird, zum Beispiel halt der Kies, und wir aber einen Backlog haben an Sand und der deswegen keinen weiteren Kies machen kann. Oder so. Dann müsste man halt hinten hingehen und das Ding zur Not halt leer machen. Das kann man mit ein bisschen Trickserei mit der Menge der Items regeln. Dass man halt nicht da in so einen. Hast du eigentlich noch ein Glas? Ich habe sie alle wieder in die Kiste getan. In die Smeltery. Okay. Das kann man dann nachher regeln mit. Ach, wie heißt es? Upgrades, wie viele Teile man hat. Dass man halt sicherstellt, dass das nicht passiert. So, gehen wir mal gucken. Der ist voll. Ist der jetzt auch gleich voll? Ja, dann haben wir auf jeden Fall einen funktionierenden Compulgen. Und wozu wollten wir denn so mal bauen? Rein, weil wir es können, zur Demo oder weil wir wirklich einen Haufen Cobblestone später brauchen? Wir brauchen Cobblestone und ich mache mal hier das Ding auch noch voll, den Abbauer. Wir brauchen Cobblestone und Sand brauchen wir und Silikon und alles brauchen wir halt alles. Wir wollen die anderen Sachen. Ach so, Kies. deswegen, du crushst das ja da raus. Genau, jetzt hab ich's wieder auf dem Radar. Also weniger die. Weniger den Stein. Den ist halt immer wieder schön. Solange wir keinen Silk Touch haben. Zum Bauen. Und weniger den Kies, aber halt die anderen Sachen halt.
So, jetzt gucke ich mal, was Silk Touch denn kostet. Wir haben doch hier so einen Enchanter. Also für unsere, wenn du eine normale, eine Tinkers nimmst, da gibt es so ein Upgrade für Silk Touch. Das ist so ein Smaragd umgeben mit einem Tuch. Und das Tuch besteht aus Silk Duralimium. Touch hier, Slime Ball and Lapis. Ja, so, der Abbauer steht. Also müssen wir uns da nicht irgendwie Gedanken machen, dass das dann irgendwann überläuft und wir nachher Items in der Gegend haben. Was ich immer schlimm finde, ist, wenn es Klack macht von der Farm. So, willst du gucken, wie es funktioniert? Wie was funktioniert? Dieses Mammutkonstrukt hier, dieses Grüne. Klar. Dann würde ich mich Und? jetzt gleich anschmeißen. Wo bist du gerade? Unten beim Kobbel. Beim Kobbelchen. Koppel denn, ja. Naja, geil. Okay, also machen wir mal an. Also wichtige hier ist, wie gesagt, dass man Rauntrommeln aktiviert, damit er dann auch in beide Geräte reingeht, also in die Schmelze und ins Mahlwerk. Die Schmelze macht aus dem kaputten Stein wieder, also aus dem Bruchstein, wieder Stein, ne? Und schiebt das dann halt nach rechts ins Item-Interface. Das Mahlwerk hier vorne macht logischerweise aus dem Bruchstein einmal Sand als Nebenprodukt und Kies. Und schiebt die Sachen, wenn ich es richtig konfiguriert habe, auch ins Item-Interface. Ein weiteres Nebenprodukt ist Flintstone, also Feuerstein. Und das wird weitergegeben, weil die Sackmalwerke Feuerstein benutzen können, um noch mehr Beiprodukte zu erzeugen. Und aus Kies wird halt Sand. Sand wird wieder rausgeschoben, einmal nach unten. Machen wir Glas draus. Und einmal nach rechts. Und da machen wir aus Sand Silizium. Und da ist es halt auch wieder so ein bisschen Rauntrommeln. Die NDIO sind da ganz cool. Und man sieht also unten, die Legierungsschmelze arbeitet. Und ab und zu arbeitet auch das Sackmalwerk, was Silizium macht. Also es teilt das ganz schön auf. Und stromtechnisch sind wir auch ganz gut dabei. Wir verlieren nirgendwo Strom. Obwohl wir jede Menge Cobblestone haben. Und der Cobblestone-Generator kann auch anscheinend einigermaßen gut mithalten. Ja, kann man so sagen, weil wir verlieren keine Cobblestones. Das ist nämlich der einzige Nachteil, wir haben kein Cobblestone hinten. Also deswegen ist die Truhe ganz gut, weil die wird halt einigermaßen voll sein und wenn wir hier unten noch einen Schalter dran machen. Obwohl Cobblestone haben wir eigentlich nicht immer genug. Müssen wir mal gucken. Das ist der Nachteil von diesem Gebäude hier. Dass wir halt Cobblestone verlieren. Oder kein Cobblestone erzeugen, obwohl wir einen Cobblestone-Gen haben. Vielleicht mache ich da nochmal ein Update. So, die sind halt irgendwann voll. Einfach aus dem Grunde, weil halt das Item-Interface keinen Puffer hat. Und deswegen müssen wir dann mal jetzt den Laser aktivieren. Und auf das andere, auf das zweite Netz hier konfigurieren. Damit werden jetzt unten die leer gemacht und die sollten dann hier erscheinen. Eigentlich.
Wozu ist eigentlich der Brenner unten? Der brennt dann Glas. Stone. Ach, Glas. Aus dem Silikon oder was? Nee, aus dem Sand. Dann. Ja, wo pumpen die das alles hin? Das wird weggebeamt. Hier hinten eigentlich theoretisch praktisch nicht irgendwie. Wo hinten? In die Base hier oben, in den Tower. Weil der Sand hat sich nicht vermehrt. Genau, deswegen eigentlich praktisch und so. Und Flint ist übrigens auch noch unten in der Maschine und nicht hier. Ah, kann man das Ding zweimal benutzen? Kann das sein, dass du Prio 0 eingestellt hast und der das deswegen nicht hinbringt? Das ist eigentlich egal. Ich hab's getestet. Bei Flint hat er anscheinend da irgendwo ein. Ja, jetzt crusht das dann. Hat jetzt zwei Silicons und hat jetzt 11 Flints. Aber die bleiben da drinnen. Ja. Das Gravel macht das Sand und unten brennt er irgendwas, ich weiß aber nicht was. Ah, jetzt hier ganz kurz, Sand zu Glas, ja. Sonst so klar, ja. So, aber wo geht's hin? Eigentlich soll es hier reingehen. Advanced. Wurde Kompass zum Modify? Nee. Ich hab doch einen. Das finde ich jetzt wieder komisch. Ich hab doch einen. Ich habe keine Idee, wo es hinkommt und wo es hingeht, Es aber. soll hier reinkommen. Ah, es sind jetzt zumindest viermal Sand, ist jetzt mehr geworden. Ich weiß nicht, ob du das reingetan hast. Nee, jetzt kommt's. 41 Glas. Fünf Flints, aber das waren unten schon mehr. Keine Ahnung, ob wann er die wegschiebt. 60 Aber Keys. Cobblestone schiebt da keins mehr rein. Das wird gleich verarbeitet unten, ne? Ja, so. Komplett. Ja, es ist, sag ich ja, also die Limitierung von diesem Mikrodesign ist, dass wir kein Cobblestone. Ah, kein Cobblestone kriegen. Wobei wir haben 4000, also. Aber irgendwo. Ist auch sehr langsam. Sollte ja eigentlich viel mehr da sein, also. Ich hab's getestet, ich hab's gebaut und alles, also. In der Singleplayer-World halt. Vielleicht ist der Server mittlerweile so ein bisschen an seiner Grenze. Gerade habe ich den Mund aufgemacht. Buffer Overflow. Ich werde dich jetzt wohl nicht mehr hören, aber bei mir ist der Client komplett abgestürzt. Also hier ist aber eigentlich alles weg. IO Exception. Ja, Mangelnde Verbindung wurde beschlossen. ich hoffe, dass bald ein Update kommt. Ich weiß nicht, woher der Mist kommt, aber diese Crashes oder die Dings sind schlimm. Ich kriege keine Verbindung mehr zu dir hin. Can't resolve Das ist dann aber bei dir. Starte deine Box neu. Nee, kann ich. Weil A, hörst du mich noch? Also das geht. Ja. Und B, der DNS-Name liegt bei einem DNS-Provider. Also der liegt nicht irgendwie lokal. Also ich glaube nicht, dass da wirklich ein Problem existiert. So. Also es mehrt sich langsam, aber stetig. Ich weiß zwar nicht, warum ich da ein Advanced drauf packen musste, aber okay. Ist mir jetzt auch egal. Hier ist Kies drin. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Warum ist der Kies drin? Ach, da oben steht Kies drin. Doch, da war wohl mal ganz kurz dein DNS weg. Ich habe es vorhin gepinkt, da hat er gesagt.
Also wie gesagt, das ist eigentlich bei Stunden. Unterhost nicht finden, überprüfen Sie Namen, versuchen Sie es erneut und dann ging es erlaubt. Feuer frei. Ja. Also ich bin bei Schlund. Keine Werbung, aber. Und das geht eigentlich normalerweise. So, er zieht jetzt Kies raus und es müsste jetzt hier reingehen, oder? Wo haben wir Kies? Da unten. Genau. Also das funktioniert. Also. Der funktioniert und der andere funktioniert auch. Weil mich jetzt schon 36, das war vorher weniger. Ja. Und wir haben auch einigermaßen Cobblestone. Deswegen für die Kiste. Können wir zur Not noch tricksen? Also könnten dann nachgucken, wenn die Kiste voll ist, könnten wir dann. Aber für Cobblestone müssen wir halt dann hier hinten holen gehen in der Truhe. Die wird ja auch irgendwann voll werden. Höchstwahrscheinlich morgen ist die voll mit allem Pipapo. Ja, das, wenn du keine Fragen mehr hast zu dem Cobblegen, Cobbleworks eigentlich ja, ne? Der Cobblegen ist ja was anderes. Das ist das kleine Teil, aber der Cobbleworks. Wie gesagt, kompakt, klein, hässlich und aktuell liefert es nicht automatisch Hässlich ist Bruchstein. cool. Kein Bruchstein automatisch, aber gut. Demnächst können wir es auch noch anders machen. So ist es momentan automatisiert und liefert uns das meiste, was wir brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.